suchst du eine Lehrstelle? Kannst du dir vorstellen, in Proben aus dem Rhein und dem Grundwasser nach Chemikalien wie Medikamente zu suchen oder nach Pestiziden, die die Umwelt belasten? Wird Chemielaborant, Chemielaborantin mit dem Ausweis EFZ im Umweltlabor vom Kanton Basel-Stadt? Ich mache hier im Umweltlabor des Kantons Basel-Stadt die Lehre als Chemielaborant. Es ist sehr vielfältig, ein bisschen wie Detektivarbeit. Jetzt zeige ich euch, was ich da mache. Im Umweltlabor vom Kanton Basel-Stadt betreiben wir Spurenanalyse. Zum Beispiel kontrollieren wir gemeinsam mit anderen Kontrollstellen in Europa die Rheinwasserqualität. Es geht darum, die Stoffe, die wir untersuchen möchten, zuerst einmal aus dem jeweiligen Medium zu extrahieren. Hier zum Beispiel sieht man leicht flüchtige Substanzen, die aus Wasser extrahiert werden. Wie das genau gemacht wird, entnimmst du im sogenannten Prüfverfahren. Auf dieser Grafik, oder auch Chromatogramm genannt, kann man sehen, ob unsere Substanzen überhaupt auch da sind. Hier sind wir im Wasserlabor. In einem Liter Wasser suchen wir nach ungefähr 250 verschiedenen Substanzen im Nanogrammbereich. Das sind 9 Stellen nach dem Komma. Du als Lernende hast dabei eine grosse Verantwortung, weil du kriegst nur eine begrenzte Menge an Wasserproben. Als Lernende untersuchst du nicht nur Wasser, sondern auch Boden, Sediment, Staub aus der Luft oder Abwasser. Manchmal bekommst du sogar Proben von der Polizei und musst herausfinden, welche Chemikalien ein Täter benutzt hat. Jede extrahierte Probe analysieren wir mit einem geeigneten Gerät. In der organischen Chemie sind das zum Beispiel Hochleistungsflüssigkeitschromatographen. In diesem Chromatogramm suchen wir gerade nach umweltschädlichen Substanzen. Das entspricht unserem Auftrag, die chemische, vom Mensch verursachte Belastung im Raum Basel zu überwachen. Was mir an meiner Lehre gefällt ist, ich kann viel Verantwortung übernehmen und bin Teil von einem Superteam. Bist du interessiert? Dann melde dich noch heute bei uns für eine Lehrstelle im Umweltlabor vom Kanton Basel-Stadt.